Guten Tag, Herr Malwurf. Herr Malwurf, Sie hatten in der Vergangenheit bereits Ihren Stromanbieter gewechselt. Und damals hätten wir Ihnen versprochen, dass wir uns bei Ihnen melden, wenn wir Ihre Energiekosten senken können. Und da haben wir jetzt grünes Licht bekommen und schauen gemeinsam nach, was wir Gutes für Sie tun können. Irgendwie kommt mir Ihre Stimme so bekannt vor. Kann das sein, Ich dass ich hatte das damals bei Ihnen gemacht habe? Sie vorher auch beraten, Herr Na, Malbohr. wann war Das das denn das stimmt. letzte Mal? Meine Erinnerung ist nicht mehr so gut. Oh, darf ich Ihnen mal was sagen? Ich rufe so viele Leute an am Tag. Wenn Sie mich fragen würden, mit wem haben Sie gestern gesprochen, da kann ich mich auch nicht so erinnern, Herr Ja, das kann ich Malbohr. nachvollziehen. Das ist ja selbstverständlich. Das hätte ja sein können, dass das in meinem Aktenordner mit drinnen steht. Ja, Herr Malwurf, damals hatten Sie uns angegeben, dass Sie über 50 € für Strom zahlen. Was zahlen Sie jetzt aktuell jetzt für Strom? Ich glaube, das sind 53 € und irgendein paar Centbeträge. Okay, dann 52 € gehe ich davon aus. Und Sie verbrauchen 1500 Kilowatt. Das kann Das ich kommt so Ihnen hin, gar ja? nicht sagen, wie viel das ist. Das weiß ich Ja, nicht. so. Herr Malwurf, Sie wissen ja, ab Februar kommt die EEG-Umlage, erneuerbare Energiesteuer. Wie bitte? Und da habe ich, erneuerbare Energiesteuer kommt ja auf Sie zu. Da habe ich jetzt einen Anbieter gefunden, Strom ist grün, 36. Da werden Sie mit der EEG-Umlage 47 € zahlen. Wie bitte? Also Sie sparen dann im Jahr 60 €, Herr Maulwurf. 16 €? 60, 60. Und da brauchen Sie die EEG-Umlage. Bei welchem Anbieter sind Sie jetzt, Herr Maulwurf? Bei ba Stadtwerke Baden-Baden? Ja, richtig. Super. Ja. Oh, okay, dann Energieversorgung Baden-Baden, dann 26. Das ist dann okay, dann 52 €, dann sind Sie gut aufgestellt. Ja, von wo aus rufen Sie denn an? Wo sind Sie denn? Von der bundesweiten Energie, Herr Maulwurf. Ach, vom Von der Bundes. Ministerium, sehr gut. Ja, Ja, sehr gut. und wenn Sie mal die Unterlagen hätten, dann wüssten wir Sie ganz genau, ob Sie 4500 Kilowatt verbrauchen oder 1000. Also, ob Sie jetzt 1000. Haben Sie die Unterlagen irgendwo da, Herr Maulwurf? Ich weiß nicht, wo meine Frau das hingetan hat. Was müssen Sie Ah. denn wissen, junger Mann? Wie viel Kilowatt Sie im Jahr verbrauchen? Das ist das Ja, Maßgebende. ergibt sich das denn nicht aus meinem Beitrag, den ich bezahle? Es ergibt sich, normalerweise, es ergibt sich 1500 Kilowatt, aber es kann ja sein, dass Sie etwas mehr verbrauchen oder etwas weniger. Deshalb, Dann machen wir das zur Sicherheit doch so, dass wir lieber ein bisschen mehr kalkulieren, damit ich nicht nachbezahlen muss. Und dann bekomme ich lieber etwas wieder. ja, das wäre auch so. Das ist doch ein sehr guter Plan. Wo sitzt denn Ihre Super. Firma? In welcher Stadt? In Essen. In Essen. Oh, da war ich mal früher gewesen. Das ist eine sehr schöne Stadt, richtig? Ja, das stimmt. Herr Ja. Maulwurf, ist der Strom auf Ihren Namen oder auf Ihre Frau? Wie bitte? Der Strom ist auf Ihren Namen oder auf Ihr Frau-Namen? Was ist mit dem Namen von meiner Frau? Die heißt Der Strom. Margret. Margret. Nein, 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 nein. Auf wessen Namen ist es angemeldet, der Strom? Bei den Stadtwerken. Auf Ihren Namen oder auf Ihre Frau-Name, Wegen den der Strom? Vertrag meinen Sie? Das habe ich Ja, den. unterschrieben. Dann ist der Herr Heribert Malwurf, 1.4.1943 geboren, ja? Richtig, das bin Okay. ich. Dann, und hier diese E-Mail-Adresse heribert.malwurf@gmail.com ist auch noch aktuell. Ja, das ist richtig. Das hat mein Enkelsohn für mich gemacht.
Okay. Wollen wir Ja. das für Sie in Angriff nehmen, Herr Maulwurf? Was müssen Diese wir denn Kondition. dazu machen? Ich brauchte nur die Zählernummer dann. Die Zählernummer. Vom Strom. Ich muss dann mal gucken, wo meine Frau das alles hingelegt hat. Oder kann ich da. Wir können in den Keller laufen. Was halten Sie davon, wenn wir einen kleinen Ausflug machen? Ich habe Super. von. Super, dann Ich mache. habe so ein schnurloses Telefon bekommen, das ist noch ganz neu Super, für mich. super. Und dann kann ich Sie Dann ja machen wir das mitnehmen. so. Haben Sie ein bisschen Zeit, weil ich wohne im vierten Stockwerk. Kein Problem, Herr Maulwurf, kein Nun ja, Problem. dann wollen wir mal. Wie Natürlich. lange machen Sie die Arbeit da denn schon? Also, ich mache das seit 2 Jahren, Herr Maulwurf. Ja, das Ich mache passt das ja seit 2 Jahren. ungefähr mit dem Zeitraum, weil das letzte Mal habe ich, glaube ich, ich habe hier noch den Zettel, ich vergesse immer Sachen wegzuhängen. Da steht noch 2 Jahre Preisgarantie drauf. Kann ich das Ja. wiederbekommen? Nein, ich mache Ihnen 3 Jahre Preisgarantie. Ist es gut? Das 3 Jahre. klingt ja noch besser. Wie viel Also, wird denn die Steuer sein, die jetzt wiederkommt? Wie viel wird das werden? das wird so ungefähr 13 bis 18 Prozent sein, je nach Postleitzahl. Auf Also, meinen das ist. jetzigen Beitrag draufgerechnet oder wie summiert sich Ja, das dann? auf Ihren jetzigen Beitrag aufgerechnet. Also wenn Sie jetzt, Sie zahlen 52 Euro Ja. und im Jahr zahlen Sie 624 Das haben Sie und gut sagen wir mal, ausgerechnet. Mindeste ist 15%, dann müssen Sie 93 Euro noch dazu zahlen. Aber Ja. ich gebe Ihnen noch 3 Jahre Preisgarantie, Herr Ja, Malwurf, und und dann sind Sie auf der sicheren Sie Seite. haben jetzt ja gesagt, das kommt im Februar, richtig? Ja, im Februar kommt Und die was soll EEG-Umlage. ich jetzt bei Strom bezahlen nach dem Wechsel? Monatlich. Ja. Dann würden Sie monatlich 62 Euro bezahlen. Und dann kommt da im Februar noch diese Umlage drauf zu. Ja, nein, nein, mit Februar werden Sie dann 62 Euro bezahlen, aber hier bei uns werden Sie dann 47 Euro zahlen. Wie kommt das denn, dass die anderen das so günstig anbieten können? Ja, wir sind von der bundesweiten Energie, Ja. Herr Maulwurf. Deswegen bieten Ja. wir sie günstig Ja. an. So, ich habe jetzt hier diesen Zählerkasten. Soll ich Ihnen mal die Nummer, Super. den Zählerstand Super. vorlesen? Nein, nein, nicht den Zählerstand, die Zählernummer. Wie Die bitte? Zählernummer ist die Zählernummer. Die Ja, Zählernummer. Die ja. Zählernummer ist rechts unten. Steht Ja. Eigentum und dann die Nummer. Ja, Eigentum der Stadtwerke Baden-Baden. Und dann ist das 20. Jawohl. 118 Ja. 59 Ja. 1601. Super. Ich wiederhole. Ja. 201 Ja. 185 Ja. 916 Ja. 01. Ja, das Okay. ist richtig. Super. Super. Dann mache ich das für Sie fertig. Und wie wird das jetzt ablaufen? So, Müssen wir da wieder Sie werden. eine Bandaufzeichnung machen, wie letztes Mal? Ja, machen Ja, wir das. ja. Stadtwerke Baden-Baden. So. Ich werde jetzt mal wieder So. hochlaufen, weil das ist sehr kalt Ja, hier unten. das ist besser, denn dann Empfang ist ja dann auch gut. Ja. Ja. Möchten Sie auch ein Eukalyptusbonbon haben? Ja, reisen Sie mal Ja, kommen Sie mal vorbei. Wie lange rüber. müssen Sie So. denn noch arbeiten, junger Mann? Bis 19 Uhr, Oh, Herr das ist ja Maulwurf. schrecklich. Heute, also, das ist aber lang, ja? So, Herr Maulwurf, ich wiederhole Ja. für Sie die wichtigsten Punkte. Sie haben keine Umstellungskosten, Ja. keine Vorauszahlung, Ja. keine Kaution. Ja. Sie bezahlen, also Sie haben 3 Jahre Preisgarantie. Ja, das ist Sie richtig. erhalten die Unterlagen in Form einer Auftragsbestätigung. Sie haben dann 14 Tage Zeit, Ja. sich für oder gegen diese günstige Kondition zu entscheiden.
Nehmen Sie Wenn jetzt Sie schon für... auf? Nein, nein, noch nicht. Okay. Ich erzähle es noch. Ja. Der neue Stromanbieter kündigt für Sie den teuren Alttarif, dann müssen Sie es jetzt nicht machen. Und Sie haben als Zahlungsanweise haben Sie keine IBAN angegeben, das werden Sie dann selber eintragen. Ja. Jetzt fange ich an für Ihre Bandaufnahme. Ja, bei der Bandaufnahme bitte mit Ja beantworten. Ja. Dann haben wir das schnell, dann vergleiche ich Ihre Daten, Ihre Telefonnummer, ja. Ihre ja, der ja. Strom. Sie sind der Anschlussinhaber, Herr Heribert ja. Malwurf, ja, 1.4.43 geboren. Ja? Ja, darf ich Sie noch mal, weil mein Enkel, der macht das alles für Sie. Können Sie dem das noch mal kurz erklären? Ja, natürlich. Ja, warten Sie mal, ich gebe Sie mal kurz. Wie war bitte Ihr Name nochmal? Paul Melzer. Ja, warten Sie mal. Aber Herr Malwurf, das... Ja, hallo? Hallo, schönen guten Tag, Paul ja, Melzer hallo. Von der... Hallo, von der BCC. Ja, wir haben doch vorhin schon mal gesprochen, oder? Hallo? Ja? Ja, hier ist Rakesh Dalsim, wir haben doch vorhin gesprochen. Hallo? Wann haben wir gesprochen? Ja, ich hatte vorher... Vor 20 Minuten. Vorher, und dann hast du mir deinen Teamleiter weitergegeben? Nee. Nick? Nee. Gleich war das... Ich hatte vorhin schon mal angerufen. Und dann hast du gesagt, ist deine zweite Tag heute? Nee. Nick? Da kann ich mal den Kollegen sprechen. Wo ist zweite Tag da? Weiß ich nicht. Hatten Sie mit den Kollegen Bandaufnahme gemacht? War das von der BCC? Ja. Oder von welcher... Von der BCC. Ja, können Sie mal fragen, wer ist der Kollege, der ist seit zwei Tagen da, mit dem haben wir gesprochen. Ich kann nicht mehr an Namen erinnert machen. Und da hat er einmal. Ich weiß nicht. Und dann hat er einmal die Teamleiterrolle, so eine junge Frau, und dann habe ich mit der gesprochen, ja. Weil er konnte meinen Opa nicht verstehen. Ach so. Ja. Und haben Sie die Band, hat Ihr Opa die Bandaufnahme auch gemacht? Nee, das hat den Teamleiter gemacht, weil der hat den Opa nicht verstanden. Achso, das hat der Teamleiter mit ihm gemacht. Ja, richtig, richtig. Können Sie mal bitte fragen, wer war der Kollege? Ich weiß nicht, wenn Sie sich den Namen erinnern. Also die Bandaufnahme haben Sie gemacht, ja? Ja, können Sie mal bitte kurz Teamleiter fragen? Das ist wichtig, bitte. Warten Sie, ich notiere mal Ihre Telefonnummer und da gebe das weiter. Also Sie haben die Bandaufnahme, Ihre Opa hat die Bandaufnahme gemacht, ja? Ja, das hat alles fertig machen. Ach so, das haben Sie schon. Ach so, wenn Sie das schon fertig gemacht haben, ja. dann brauchen gucken, wir das nicht warum, zweimal warum, machen. Warum mein Opa schon wieder bei Keller läuft? Wollte mal nachgucken. Ja, ja, ich wusste nicht, dass Ihre Opa das schon gemacht hat. Ja, sonst hätte sie gar nicht angerufen. Den ganzen Tag also, Sie Leute haben. Anrufen. Ach so, dann, wenn Sie ja. das schon gemacht haben, ja, dann ist es gut. Dann ja. ist es gut. Dann ist ja. es alles okay. Ja, und was ja. sollen wir jetzt machen? Kann ich bitte noch mal nein, mit dem Kollegen reden, wo zwei Tage da, weil ich wollte, der hat versprochen, ich wollte denen noch mein Telefonnummer geben. Also wir sind hier sehr viele Leute. Ja, wie viele wir Leute sind in Essen und wir sind in Hamburg, da sind wir über 100 Leute. Ja. Dann kann ich so machen, ich kann Ihre Telefonnummer reichen und er wird Sie in 20 Minuten zurückrufen. Das kann ich so machen. Nee, das sollen das kann wollte, ich schon. Wir wollten ja privat reden, wegen gemeinsamer Hobby, weil wir sind beide bei Parkplatz Bums Club Essen und da wollten wir mal Treffen machen. Ach so. Ja. Also ich weiß nicht, also ich hier haben heute so viele, also vor zwei, drei Tagen so viele Leute angefangen. Ja. Ich weiß nicht, wer welche das ist. Werden das viele Leute immer bei Ihnen kündigen und wieder neu anfangen? In der hohen Fluktuation bei Mitarbeitern? Nein, nein, nicht kündigen. Wir haben eine neue Gebäude gemietet. Eine deshalb. Neue Gebäude, okay. Ja, so. Jetzt, ich habe Ihre Telefonnummer und ich gebe das weiter. Und ja. der Kollege wird Sie so schnell wie möglich wieder zurückrufen. Ja? Ja, das ist sehr freundlich okay. von Ihnen. Okay, tschüss. Wiederhören.